Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Tales of Monkey Island. Und zwar Kapitel 3 sind wir angekommen. Beim letzten Mal sind wir von einer riesigen, monströsen Seekuh verschluckt worden. Und das war das Ende von Kapitel 2. Und mal gucken, wie es in Kapitel 3 da weitergeht. Ne? Vielleicht hat der Guybrush nicht überlebt, wer weiß das so genau. Bin ich bereit? Ich bin bereit. Und viel Spaß. Es heißt, wir sind am verwundbarsten, wenn wir vertrauen. Aber andererseits können wir unsere Herzenswünsche nicht erfüllen, wenn wir nicht vertrauen. Guybrush Threepwood, vertrauend auf seinen Voodoo-Zauber, setzt in der Karibik die Pocken frei. Er flieht von Flotsam Island, um seiner Frau Elaine zu folgen und um ein Heilmittel gegen die Pocken zu finden, von denen sie beide befallen sind. Auf den Jerkbait-Inseln findet Guybrush Elaine zusammen mit seinem Erzfeind LeChuck. Mit tiefem Widerwillen vertraut Guybrush dem ehemaligen Geisterpiraten seine Frau an und sucht allein nach dem Heilmittel. Gejagt von der todbringenden Morgan Le Fay muss Threepwood seine Fehler berichtigen, indem er Lysbonja Grande findet. Die Pocken verwandeln die Meere in ein heimtückisches Biest. Und das Biest hat Hunger. Nabeltander. Das glaube ich jetzt nicht. Das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Seekuh! Sehr dunkel. Oh, warte mal. Erstmal das allererste wieder. Plupp. So. Gut, wir sind im Schlund der riesigen Seekuh. Morgan Le Fay liegt rum, warum auch immer. Die ist bestimmt K.O. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Das ist gut, glaube ich zumindest. Was sagt mein Inventar? Ich kann ja mit dem Auge der Seekuh auf sie gucken. Keine Geheimbotschaft hier. Oh, schade. Okay. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Achso, siehst, ich klicke hier schon wieder die ganze Zeit, wegen Laufen. Dabei, ne? Kanone. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Oh. Ein Lager? Sowas nenne ich primitives Leben. Schaut dir das lieber mal an. Hallo? Entschuldigung? Wer ist da? Ein Abenteurer aus der Außenwelt. Und wer sind Sie? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mächtiger Entdecker. Dekava, ich hab nach dir gesucht. Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zu einem sehr bedeutenden Artefakt, das ich für eine sehr bedeutende Dame erlangen muss. Ich sag's dir ja nur ungern, aber du steckst in einem übergroßen Meeressäuger fest. Du wirst so schnell nirgendwo hingehen. Himmel, nein! Ich steck doch nicht fest. Ganz im Gegenteil, das ist alles Teil des Plans der Meeresgötter. Das Maul der Seekuh führt mich zum Artefakt. Die Seepferdchen brachten das Maul zu mir. Genauso, wie ich mich selbst aus dem Gefängnis von Fat Island befreit habe, indem ich die Wache um seine Schnürsenkel bestach, ihn an einem Flaschenzug aufhing, den ich aus altem Gebäck hergestellt habe und dann über den Zeitraum eines Jahres meine Sehennägel wachsen ließ, um aus ihnen vorsichtig ein Schlossknackerset zu schnitzen. Genauso werde ich, Coronado de Cava, aus diesem Biest herauslaufen, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Und das wird wann der Fall sein? Ich habe einen sehr eng gesteckten Zeitplan. Sobald wir den heiligen Paarungsplatz der Seekühe erreicht haben. Oh Mann.
Okay, wie lange dauert das? Was ist das denn da? Wie lange bist du schon hier drin? Seit Jahren! Diese Reise ist etwas länger geworden als geplant. Forschung stößt immer auf unvorhersehbare Hürden, die förmlich darauf brennen, überwunden zu werden. Hast du etwa einen Satz Dietriche aus Zehennägeln gemacht? Boah. Das ist korrekt. Und du hast nicht den Verführe den Wachhund mit dem Hundeknochentrick versucht? Bah, das ist doch nur was für Anfänger. Okay, dann machen wir den Anfängermodus, oder? Wie auch immer, ich soll dir jedenfalls dieses Medaillon geben. Oh, dieses Medaillon habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wo haben Sie? Was ist denn das? 3Wood, ich bin's. Huh? Huh? Gut gemacht. Du hast Coronado de Cava gefunden und bist La Esponja Grande einen Schritt näher gekommen. De Cava und seine Besatzung werden sich bei deiner Aufgabe noch als unentbehrlich erweisen. Und während sich die Pocken ständig weiter ausbreiten, musst du langsam gehen, Guybrush. Jahre der Suche nach dem Schwamm haben De Cava labil gemacht. Er war schon immer eine sanfte Seele. Bitte, ich flehe dich an, mich nicht zu erwähnen. Erwähne nicht La Esponja. Und was du auch tust, sag ihm nicht, wo du sein Medaillon erstanden hast. Wo haben Sie das her? Wer schickt Sie? Was machen Sie hier? Abflo. Die Voodoo-Lady, ich bin hier, um... ich soll nichts davon erwähnen. Also hier. Die Voodoo-Lady gab mir das Medaillon und sagte, ich soll dich finden, um La Esponja Grande für sie finden zu können, damit wir die Heilung... Was hat sie? Nidio, diese untreue, wahrsagende Hure! Hä? La Esponja ist mein Steckenpferd. Ich will ihn ihr übergeben als gewaltiges, alles verzehrendes Symbol meiner glühend heißen Leidenschaft. Ich bin nur kurz weg. Da verbringt sie schon ihre Zeit mit einem frühpubertären Piratenjungen. Nein, das siehst du völlig falsch. Nein, auf keinen Fall. Wir sind nicht einmal richtig befreundet. Sicher. Ein Freund, dem sie ein sentimentales Medaillon von unschätzbarem Wert überlässt. Ich wette, sie betraut sie auch nie mit irgendwelchen Aufgaben. Nein. Okay, hin und wieder sagt sie mir, was ich tun oder wohin ich gehen soll, allerdings meist mit nur wenig oder überhaupt keiner Hintergrundinformation, aber... Das hört sich aber stark nach einer Aufgabe an. Früher gab sie einmal mir die Aufgabe. Ich hielt mich schon immer für etwas Besonderes. Hat sie dir schon jemals eine Voodoo-Puppe gebastelt? Nein. Ich glaube Ihnen kein Wort. Haben Sie sie jemals in den Arm genommen? Was? Nein! Ich bin verheiratet! Sie! Ich sehe keinen Ring, Senor Leibrasch. Ich verlor ihn mit meiner anderen Hand. Ich bring sie um. Ich will weder das Herz der Voodoo-Lady noch La Esponja Grande für mich beanspruchen. Was wollen Sie hier eigentlich? Urlaub? Ach, wirklich? Ja, genau genommen ist es meine Hochzeitsreise. Ah, mit Ihrer unsichtbaren Frau? Meiner sehr wohl existenten Frau. Warte, ich werde losgehen und sie holen. Ich werde Ihre vermeintliche Ankunft mit quälendem Zweifel erwarten. Tja. Hey, De Cava. Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ. Oh, das ist aber... Hey, De Cava. Nee, da wollte ich... Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ. Okay, ich darf da nicht dichter ran. Wahrscheinlich muss ich... Was ist das hier? Ah. Sehr gut, Flo. Mach dich so dolle, denk dran. So, was haben wir denn hier, Hübsches? Ein Quartier. Können wir jetzt nicht hier mal rein oder so? Die Quartiere der Narwhal. Ja. Wie sind die doch prächtig. Ja. Okay, geht nicht rein. Wir können überhaupt nicht rein. Was ist das denn? Hier ist ja gar nichts. Warum soll ich hier hoch? Kanone, können wir schießen. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus.
Ist das hier? Eustachische Röhre. Oh, eine Wunde. Eine Hörschnecke. Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süßigkeiten, glaube ich, dass die Hörschnecke der Schlüssel für den Richtungssinn dieser Seekuh ist. Ah, die ist viel größer. Oh, okay, was ist das hier? Seekuh-Ohrenschmalz. Vergammelt und penetrant. Perfekt. Und hier war da noch was, ne? Ich habe genügend Fleischwunden gesehen und diese hier ist Weltklasse. Eine Hörschnecke oder ein Innenohr. Ich war zwar nur auf einer staatlichen Schule, aber ich glaube, die gibt's nur paarweise. Ah, hier fehlt dann... Oh, da fehlt was. Okay. Da fehlt so eine Hörmuschel. So. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö, ne? Alles schön absuchen? Nö. Das sieht da hinten aus wie Autoreifen. Huch. Oh, das hätte ich fast vergessen. Mein Pyrit-Papagei. Ich verlasse das Haus nie ohne ihn. Er muss wohl aus meiner Tasche gefallen sein, während wir gefressen wurden. Er wurde weggespült und ist für immer weg. Okay, er ist nicht für immer weg. Wollen wir wetten? Ah, ich bin Guybrush Threepwood, richtiger Pirat. Hier ist ein Saugwurm. Igitt, ein glitschiger Saugwurm. Noch irgendwas hier? Winslow, ich muss morgen aufwecken und sie Dekava als meine angebliche Ehefrau vorstellen. Ja, ja, das erinnert mich an die Zeit, als ich... Nicht jetzt, Winslow. Dekava ist echt verrückt. Wie Sie meinen. Ich habe eine erstklassige Schulung in erster Hilfe auf See erfahren. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Zuallererst fühlen Sie Ihren Puls und prüfen Sie, ob sie noch lebt. Was? Sie könnte tot sein? Das weiß man ja nie so sicher. Nee. Ihr Handgelenk, Kapitän. Sie bewegt sich auch nicht, Tote. Morgens Handgelenk? Ich habe so schöne Erinnerungen daran, wie die Klinge an meinen Hals gehalten wurde. Das waren gute Zeiten. Ja, so macht man das doch. Eingepackt. Vielleicht können wir es gebrauchen, wenn wir benötigen. Huch. Ihr Puls ist kräftig. Was ist das? Ein Tattoo. Der Name Gus. Dies ist für Jugbender. Ausgezeichnet. Hat aber dünne Ärmchen. Sie ist gesund und munter. Was mich zum nächsten Schritt bringt. Nehmen Sie dem Opfer alle Waffen ab. Wir wollen doch nicht, dass sie wild um sich schlägt und uns versehentlich ein Körperglied stutzt. Sie denken gut mit. Das wollte ich zuerst machen, aber gut. Gut, ich habe ihr Schwert. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Gomez, nicht auf den Teppich. Heben Sie Ihre Beine an, um die Durchblutung zu fördern. Verstanden. So, okay. Hebe Ihre Beine an. Huch. Was ist denn das? Ui. Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Zu erledigen. Gustavo kostenlos persönlich. Prinzipiality, neues Schiff, minus 10.000 Mittagessen, minus 5. Gideon Gimplek, Beerdigungszahlung an Nuni, Guybrush Threepwood. Okay. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ein äußerst kurioser Fall. Wenn wir nur Riechsalz hätten, das wäre die Lösung. Ah, okay. Ich hab sowas ähnliches wie Riechsalz. Guybrush? Hoppala, mon adversaire. Das dürfte dir eine Lehre sein, nie wieder einem legendären Piraten mit vorgehaltener Klinge zu begegnen. Du hast das Privileg verloren, eine Waffe zu tragen. Oh, wo sind wir? Wir wurden soeben von einer gigantischen Seekuh verschluckt und du wirst gleich so tun, als wärst du meine Frau, damit wir einen rätselsüchtigen Schläger besänftigen können. Oh nein, das werde ich nicht tun.
So sehr mir auch der Gedanke gefällt, mit dem Guybrush Threepwood Trautes Heim zu spielen. Ich bin leider viel zu spät dran, dich nach Flotsam Island zu bringen. Hören Sie mal, Sie erbärmliche Ausrede eines anständigen Freibeuters. Nein. Noch ein Laut und der Captain schickt Ihren Kadaver auf Erkundungsreise durch einen dünnen Damm. Ja, auch. Ich würde das die guter Pirat, böser Pirat Masche nennen. Du meine Güte, ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich glaube, ich sollte mich eine Weile ausruhen. Auf dem Weg nach unten muss ich wohl etwas Vulgäres verschluckt haben. Sehen Sie? So sind die Pocken. Sie verwandeln Menschen in was auch immer das war und sind kurz davor, die gesamte Karibik zu befallen. Sogar Elaine. Okay, gut. Aber dann musst du auch was für mich tun. Okay. Was ist das? Gibst du mir dein Autogramm? Eben noch wolltest du mir die Kehle durchschneiden und jetzt möchtest du mich in deinen Schrank hängen? Ich hab nur meinen Job gemacht. Gib schon her. Dann wollen wir uns mal um den verrückten Coronado de Cava kümmern. Du bist meine Traumfrau, dann verhalte dich auch so. Ja, wen haben wir denn da? Der mädchenhafte Möchtegern-Pirat hat doch tatsächlich eine Lady. Coronado, darf ich dir meine Frau vorstellen? Morgen. Genau. Also, wie du ja jetzt sehen kannst, besteht nicht die geringste Gefahr, dass ich mit der Voodoo-Lady auf romantische Weise verbandelt bin. Ich bin ein Eine-Frau-Mann. Aber sicher doch, junger Liebhaber. Wenn sie beide tatsächlich frisch vermählt sind, dann macht es ihnen sicher nichts aus, mir ein paar Fragen zu beantworten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Dein Enthusiasmus finde ich begrüßenswert, aber wir wollen mal schön locker bleiben, Kleine. Beide gemeinsam. Wo haben Sie sich getroffen? Was? Pilates. Wir lernten uns bei der Arbeit kennen. Was? Was haben Sie bei Ihrem ersten Date unternommen? Wir waren segeln. Also gut, das reicht. Und, glaubst du uns jetzt? Beinahe. Beinahe? Was muss ich denn tun, um dir zu beweisen, dass ich bei deiner Voodoo-Lady kein Rivale bin? Machen Sie einfach einen Schritt nach vorne. Okay. Beide. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Sache. Weißt du, er macht sich aus 10 Nägeln, macht er sich die Triche. Ich habe Ihnen eine Reihe persönlicher Fragen gestellt, deren Antworten auf diese Karten festgehalten wurden. Mr. Threepwood, es wird Sie mit Freude erfüllen, dass Ihre Frau mit Glanz und Gloria bestanden hatte. Sie scheint jedes kleinste Detail aus Ihrem Leben zu kennen. Okay. Was sagt man dazu? Jetzt, es liegt an Ihnen. Mal sehen, was Sie über Miss Threepwood so alles wissen. Beantworten Sie 3 Fragen hintereinander richtig, dann nehme ich Ihnen Ihre Flitterwochen ab. Und wenn nicht, dann heißt es ab in den Darm der Kreatur für beide. Frage Nummer 1. Sie hat vor kurzem ein Schiff gekauft. Es trägt den Namen The Knave of... Was? Tattoo, Schwert, die Knave of was? F5. Ja. Was ist das? Ein Tattoo, der Name Gus. Okay, wir können... Was ist das? Ein Tattoo. Der Name Gus. Aber ich... okay, gut. Mein Fehler. Da. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen?
Gustavo. Principilito de Toro. Was war weiter? Warte mal, was? Kannst du das wiederholen? Sie hat vor kurzem ein Schiff gekauft. Es trägt den Namen The Knave of... Punkt? Dies ist für Jack Bender. Gomez, nicht auf den Teppich. Wo kommt das hier? Das ist doch, Belito. Auf, Gomez, Nuni? Wo kommt Nuni her? Gideon? Das stand auf dem Zettel, da stand Hippolito Toro. Gustavo. Nee, das ist ja, Gas. Toro. Richtig! Oh. Gut. Frage Nummer 2. Sie ist eine ziemlich gut ausgebildete Kämpferin. Wer hat ihr die Kampftechniken beigebracht? Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Ich nehme mal das. Dante Dragotta. Richtig. Die dritte und letzte Frage. Wer ist ihr größtes Vorbild? Ha, das ist eine ganz leichte Frage. Ja. Das ist leicht. Guybrush Threepwood. Richtig. Größtes Vorbild ist etwas übertrieben. Nun, vielleicht habe ich mich getäuscht. Sie sind wohl doch verheiratet. Oh, das ist schon okay. Wenn ein Typ im Innern einer Seekuh mit dem Medaillon deiner Freundin auftaucht, dann hat ein Mann das Recht, die eine oder andere Frage zu stellen. Gut, jetzt aber zu diesem Schwamm. Der, hinter dem Sie nicht her sind? Wir interessieren uns nur für die Sehenswürdigkeiten, nicht wahr, Schatz? Das ist völlig richtig, Erdbeertörtchen. Na, vielleicht möchten Sie sich meiner Besatzung anschließen. Das würde auch für romantische Abenteuer sorgen und könnte eine Bereicherung Ihres Flitterwochen-Fotoalbums werden. Ich würde mich gern deiner Besatzung anschließen. Schließlich ist die Fotoalbengestaltung mein größtes Hobby. Wir werden La Esponja Grande im Nu finden. Magnifico! Was kommt als nächstes? Eine Stuhlprobe? Nein, Sie sehen wie ein Mann mit unerschütterlicher körperlicher Verfassung aus. Okay. Sonst noch Fragen? Das da. An diesem heiligen Paarungsplatz der Seekühe, ist dort auch La Esponja Grande zu finden? Das ist korrekt. Eis. Du hast eine Besatzung? Zählen deine Launen etwa als Mitglieder? Ich verließ Flotsam Island vor vielen Jahren mit 4 weiteren mutigen Seelen, die alle eine wichtige Rolle bei der Suche nach La Esponja spielen sollten. Ich war vielleicht ein strenger Anführer, aber ich liebte sie wie meine Söhne. Warst du denn gezwungen, sie aufzuessen? Ich wäre lieber verhungert, als ihnen so etwas anzutun. Leider gingen sie schon vor langer Zeit im Magen der Kreatur zugrunde. Ja. Ein wahrlich qualvolles Ende. Tut mir leid um sie. Manchmal höre ich immer noch ihre Schreie. Wann ist denn unsere planmäßige Ankunft? Meine Angetraute wird ein bisschen kribbelig. Nun, ich fürchte, unser Seku-Männchen irrt schon einige Zeit orientierungslos durch die Gegend. Orientierungslos? Haben wir es hier etwa mit einem Eunuchen zu tun? Nein, alles funktioniert noch bestens. Aber der innere Kompass unserer Seku scheint aus dem Lot zu sein. Woher weißt du das?
Sie dreht sich ständig im Kreis. Ich könnte das Problem auf das Innenohr der Seku reduzieren. Ich bin gerade dabei, ein Ersatzohr zu fertigen. Das erklärt das ständige Drehen. Womit baust du denn ein neues Innenohr? Ich flechte aus den Hüllen der Saugwürmer, die ich im Rachen der Seku finde, eine neue Hörschnecke. Das ist die einzige Chance. Wenn sie mir welche bringen würden, könnten wir wertvolle Zeit sparen. Bin schon unterwegs. Anscheinend müssen wir für den alten Mann nur ein paar Saugwürmer aus dem Rachen der Seku schneiden, damit er eine gigantische Hörschnecke bauen kann. Die wird dann die fehlende im oberen Gehörgang ersetzen und schon geht die Reise weiter. Du könntest mir aber auch mein Schwert zurückgeben und dann schneide ich uns den Weg frei. Ich lass dich doch nicht diesen armen Kerl aufschlitzen. Seekühe sind sanfte Riesen. Guybrush? Lass mich bloß in Ruhe, Susi Schlitzer. Sachte. Wow! Nein! Verflixt! Ist da Mary?